Heute besuchen wir den Bad Dürkheimer Wurstmarkt. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Herzlich willkommen aus Bad Dürkheim. Ja, es ist Sonntag. Es ist der 15. September und der Wurstmarkt ist, wenn ihr dieses Video schon, also jetzt sehen werdet, ist der Wurstmarkt schon vorbei. Aber nächstes Jahr kommt er wieder, ganz sicher. Und dann könnt ihr dann das Ganze dann auch besuchen. Im letzten Jahr war ich schon mal hier, habe aber, glaube ich, gar kein Video aufgenommen. Das war auch auf dem Rückweg vom Glücksgefühle-Festival. Fahren wir eh hier über Bad Dürkheim Richtung Trier. Und von daher haben wir jetzt diesmal gedacht, komm, es ist ja jetzt schon wieder der gleiche Zeitpunkt und es ist Sonntagmorgen und das Wetter ist eigentlich ganz nice. Von daher könnten wir doch dann diesmal jetzt hier zum Wurstmarkt kommen und das machen wir jetzt auch. Der Sven, der sitzt dort hinten auf der Bank, weil ich habe gerade noch ein Video aufgenommen, ein Q&A für Anfang Oktober. Und die Bina, die muss jetzt auch unterwegs sein, die ist auch in den nächsten 15 Minuten, denke ich mal, hier. Und dann um 11 Uhr macht der Wurstmarkt auf. Wir wollen uns mal anschauen, was es da gibt. Da steht auch die neue Attraktion Escape the Adventure oder sowas heißt das, glaube ich. Und eine neue Attraktion, glaube ich, die es seit letztem oder über vorletztem Jahr gibt, auf Deutschlands Kirmesplätzen. Das wollen wir uns anschauen und deshalb seht ihr dann jetzt gleich ein paar Bilder vom Bad Dürkheimer Wurstmarkt. Small town, big crowd, and there you were in front of me. Small talk, big thoughts, all we wanted was to escape. This sounds too small for dreams like this. Don't wanna settle down, don't wanna miss out on adventures, things we haven't seen. Take my hand and follow me. Baby, we're leaving midnight. It's time for a change, let's get out of here. We'll never look back, this is our time. We're leaving at midnight, leaving at midnight. Nina ist schon da. Ich drehe mal die Kamera, da seht ihr. Die sind beide eingepackt, wie als ob wir Winter hätten. Ihr könnt mal wenigstens guten Tag sagen. Das ist eine Unverschämtheit, oder? Sie sind halt immer noch verkatert von gestern und vorgestern. Und das müssen wir jetzt mal sagen. Wir waren jetzt 2 Tage auf dem Glücksgefühle-Festival und wir haben nicht einen Tropfen Alkohol getrunken. Wir sind so Langweiler, oder? Oder? Ich habe Alkohol getrunken. Wirklich? Ja. Was hast du denn getrunken? Summersbee. Da war ich aber noch nicht da. Eben. Da war ich noch nicht da. So, also, jetzt müssen wir erstmal gucken. Hier, der Platz, also der Platz da, wo die Kirmes ist, ist direkt hier an den Salinen, wo man besonders gut Luft, also ist jetzt richtig gut für meinen Hals vielleicht sogar, ne? Und ihr seht, es ist noch sehr, sehr früh und was sagt ihr? Sehr idyllisch. Sehr schön. Es ist sehr schön, ja. Sind hier Weinberge und so, ne? Ist hier auch, Saline ist gesund. Saline ist gesund. Habe ich gerade gesagt, ist vielleicht von einem Hals ganz gut. Nee, ist mir zu weit. Schlag dein Feldbett auf. Wenn ich eine Kirmes sehe, dann kann ich so, ja, dann ist Sightseeing jetzt nicht so. Oh, ja. Hier ja. So, da haben wir hier schon mal erstmal einen Überblick. Guck mal. Da seht ihr schon mal, wie groß das Ganze ist. Es gibt ein Weindorf, ein Riesenfass. Es gibt ein Riesenfass. Ah ja, da vorne. Und da haben wir dann so einen kleinen Überblick. Hier so ein bisschen Skyline von Bad Dürkheim. Auch sehr, sehr, sehr hübsch, ne? Und da könnt ihr auch sehen, welche Fahrgeschäfte da sind. Das ist ja voll cool. Ach, Sven findet das auch gerade ab. Dann möchte ich mir jetzt nicht davor laufen. Ihr seht, die Geisterstadt ist da. Freddy's Circus, Ballonfahrt, der Polyp. Oder ihr könnt ja einfach das Video anhalten, bevor ich... Ah, nee, da steht dahinter, was es ist. Dann können wir es gut... Also der Polyp, Escape, Millennium, The King, Takeoff, Jupiter, Inselflug, Märchenwelt, Breakdance in 80 Tagen um die Welt, Nordic Tower, Bayern Wippe, Crazy Time 2, Anubis, Traumwelt, Superwellenflug, Musikexpress, die Eisenbahn. Also schon einiges. Und da seht ihr das Programm vom 2024. Ist ja jetzt schon vorbei. Es ging hier los hier am 6. September, 8. September, 9. September und 10. September. Und das war der erste Block und dann war dann von Mittwoch bis Freitag geschlossen und dann am Freitag ging es dann wieder los, Freitag der 13. Dann, wo ist denn der Samstag? War gestern nix? Nee, die waren alle auf dem Glücksgefühl-Festival. War das Samstag nicht auf? Das kann nicht sein. Naja, auf jeden Fall, Samstag steht da nicht auf, keine Ahnung. Sonntag, 15. September, das haben wir heute, Musik im Weindorf ab 11 Uhr und dann hier morgens dann auch nochmal... mit großem Abschlussfeuerwerk um 21 Uhr.
Wir laufen jetzt hier so ein bisschen rum. Ich drehe mal so gerade die Kamera. Da seht ihr schon das große Jupiter-Riesenrad. Das steht ja hier öfters bei uns auch in der Region. Und da ist die Neuheit. Escape. Da seht ihr das. Aber das weiß ich nicht, ob ich das schon fahren sollte, sowas. Das würde mich ja schon reizen. Jetzt, wo das mal hier so steht. Wieso, du musst ja mit. Wie jetzt? Nein. Das sieht schon ziemlich cool aus, wie ich finde. Ne? Also das ist tatsächlich noch eins der Fahrgeschäfte, die ich noch nie gesehen habe. Hier habt ihr auch noch einen Zugang und da können wir es sehen. Es ist halt eben auch echt schön thematisiert, wie ich finde. Ne? Aber wie der Fahrtbetrieb ist und ach ja, guck mal, passiert jetzt was. Da haben wir die Schnitzelmühle, hier haben wir so eine Ballonfahrt und hier steht der Polyp XXL, da wird auch noch gerade so ein bisschen gewerkelt. Wir sind tatsächlich eine Dreiviertelstunde zu früh hier. Da steht die Geisterstadt. Das sieht auch ganz cool aus. Eine Geisterbahn und eine Losbude. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Da seht ihr das. Sehr, sehr cool. Geisterstadt. 5 Euro, ja. Ist okay. Kann man machen. Da gibt es Langosch. Ja, wir machen einfach hier mal gerade so einen chilligen Sonntagsrundgang. Einen Spaziergang, gell? Weil wir sind jetzt... Oh, da. Passiert da was, wenn man sich da vorstellt? Ja. Greifautomaten. Da gibt es Bälle werfen. So was kann ich alles nicht. Da, was kann ich? Fische. Ja, sowas kann ich tatsächlich, ja. Aber ist jetzt nicht so das, was ich gerne mache. So, hier, oh. Da, Pasta-Hammer mit Käse, guck. Ja, den Parmesan-Leib, das ist schon gut. So, haben wir die Eisenbahn. Hier. Ich hoffe... Man kann mich gut verstehen. Corn Dogs gab es doch. Eine was? Das ist der Musikexpress. Jaguar. Nee, es ist der Markt. Musikexpress steht doch da. Hier. Da, wo siehst du denn da Jaguar? Früher hieß das Jaguarbahn. Kennst du das noch? Ja, aber jetzt ist es nicht mehr. Ist das nicht auch ein Mack-Ding? Ich glaube, das ist ein Mack-Ding. Ja, so, hier gibt es Hawaii Slush, einen super Wellenflieger. Also es ist natürlich jetzt echt schön fürs Video, dass das Wetter hier so toll ist. Das freut mich. Super Wellenflug haben wir und da steht auch ein großer Propeller und die Traumwelt, das ist für Kinder. Und hier seht ihr, ein Chip kostet 4 Euro für den Wellenflug. Dann haben wir hier so eine Mühle. Ist natürlich jetzt schön, ne? Wir haben jetzt einfach hier mal so einen kleinen Rundgang über den Bad Dürkheimer Wurstmarkt 2024. Ohne, dass jetzt hier viele Leute sind, aber wir schauen uns das natürlich nachher alles nochmal an, wenn ja alles im Fahrtbetrieb ist. Hier gibt es Schokofrüchte, da haben wir ein großes, einen Kettenflieger in 80 Tagen um die Welt heißt er, glaube ich, ist das. Hier gibt es fliegende Frösche. Also so langsam erwacht das alles hier zum Leben. Auch wenn viele hier noch mit ihren Autos rumpetzen. Hier haben wir nochmal Dosen werfen. Ein Kinder-Autoscooter. Dann Anubis ist das. Der Propeller. Der ist aber hoch. Der ist höher als der beim Glücksgefühle-Event gestern. Festival. So. Dann sehe ich hier schon einen Hopser. Das habe ich im Leben ja noch nicht gemacht. Ne? Ich weiß genau, dass ich mich da hier auf die Nase legen würde. 3 Chips kosten 10 Euro. Hier ist noch alles geschlossen. Ich bin eigentlich selten auf einer geschlossenen Kirmes unterwegs. Und schaut mal, da ist ein Bad Dürkheimer Riesenfass. Das ist doch ein Haus. Da gibt es Bauers Blumenland. Hier haben wir Kreppes. Und
Apfelstrudel, Windbeutel, guck mal. Oh. Germknödel. Ja, hier gibt's Lose zu kaufen für Blumen. Da haben wir schon gesagt, dass Bad Dürkheimer Riesenfass, könnt ihr hier sehen. Also so ein bisschen Sightseeing. Dann haben wir hier den Nordic Tower, The Journey of Your Life. Baujahr 2024 von der Firma Funtime. Der ist also noch sehr, sehr neu. Also sehr, sehr neu. Die beiden laufen wieder umher. Mandeln und Popcorn sehen wir hier. Ja, das ist schon wieder cool. Und es kostet groß 7 Euro. Das ist voll gut. Das heißt also, Popcorn werde ich mir mitholen müssen. Denn wir wissen ja, wir waren ja auf der Schobermesse. Und auf der Schobermesse hat das Riesenpopcorn, glaube ich, 20 Euro oder so gekostet. Ne? Schobermesse. Schobermesse war wahnsinnig teuer. Was ist denn das da in diesen großen Packungen? Magenbrot. Ach, es gibt ja auch so einen Krammarkt. Das ist doch was für uns, oder? Ja. Wie ja? Ja. Also. Ja, leider. Oh, das sieht alles sehr, sehr gut aus, oder? Also Popcorn muss nachher mit. Nee, das mag ich nicht. Nee, so bunte Sachen, da bin ich zu alt für. Gucken wir mal, was es hier so gibt. Der Sven hat hier wieder was entdeckt. Und er sagt, es ist gut. Was ist es? Kanuni. Also nicht Cannelloni, sondern Kaluni. Kanuni. Okay. Ja, das sieht gut aus. Das testen wir jetzt. Es gibt aber auch Käse, wie ihr seht, und Wurst. Also ist hier so ein Stand mit italienischen Spezialitäten. Jetzt schauen wir uns mal an, was er uns da gegeben hat. Hier reingreifen. Also die Kalorien, die wir die letzten Tage nicht gegessen haben, alle in einem. Da. Wie heißt es? Cannoli. Cannoli. Also dieses Cannoli war sehr lecker. Es war sehr süß, aber sehr, sehr lecker. Also ist so eine italienische Leckerei. Köstlichkeit. War sehr, sehr gut. Wir haben noch einen Breakdance gefunden. Hier durch die Straße sind wir jetzt gegangen, bei dem Krammarkt und so. Und da haben wir wieder Blick aufs Riesenrad. Aber Sven sagt, es geht ja hier auch noch runter. Da gibt es auch noch mehr zum Kaufen. Es ist schon ziemlich groß hier. Mhm. Es ist sehr schön. Ungut besucht, 600.000 Leute. 600.000. Wo hast du denn die Info her? Im Internet. Hast du das jetzt, ist das validiert? Das ist verifiziert. Das ist noch zugehört. Also Sven sagt, in der Zeit, wo der Wurstmarkt ist, ja, würden hier 600.000 Besucher herkommen. Wir glauben dem jetzt einfach mal. Ich hoffe, er hat diese Information von Wikipedia. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich letztes Jahr kein Video gemacht habe, weil sonst könnte ich mich daran erinnern, wie groß das hier ist. Also es ist wirklich sehr, sehr weitläufig. Und alleine hier schon diese ganzen Marktstände, die man hier so sieht. Und da gibt es ja wirklich alles von Olivenholz über Keramik haben wir gesehen. Es gibt Gürtel, es gibt Spezialitäten. Panzerglas, inklusive Montage, also Handyhüllen gibt es auch, natürlich. Schmuck sehen wir hier, so Modeschmuck und so, also schon ziemlich cool. Ich drehe jetzt die Kamera einfach nochmal, da könnt ihr nochmal sehen, also diese Straße, wo wir jetzt hier gerade durchlaufen. Also ich weiß nicht, ob der Sven schon wieder Gerüchte verbreitet, aber er sagt, hier wäre jetzt auch Saumagen, wer hier das Essen, was man essen muss. Der ist aber doch nicht in Bad Dürkheim gewesen. Weil er hier. Oh, da sehen wir es. Guckt mal. Da sieht er den Schinken. Wow. Das sieht schon toll aus, ne? Ja, jetzt sind wir hier eine schöne große Runde gegangen. Hier ist das, was Sven ja immer so gerne isst, ne? Der gute Flammlachs. Also vom Essen her ist es hier schon echt sehr, sehr gut. Ne? Was man alles hier bis jetzt so gesehen hat, sieht wirklich alles sehr, sehr gut und sehr, sehr ansprechend aus, muss man ehrlich sagen. Also bis jetzt Daumen hoch für den Wurstmarkt. Wir sind tatsächlich immer noch nicht durch mit unserem Rundgang. Es geht immer noch weiter. Hier haben wir noch den süßen Bazar. Da seht ihr, da ist noch die Rolle runter, aber dauert nicht mehr lange. Es ist jetzt 10 vor 11. Und dann öffnet hier alles. Da haben wir
Take-Off, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ein Autoscooter hier auf der linken Seite und hier steht, wie heißt das? The King. Diese Schaukel. Ich weiß nicht, ob sich das überschlägt, aber das ist tatsächlich nichts für mich. Hier nochmal ein Blick auf den Autoscooter von Göbel und auf Take-Off. Das war das letzte Rundfahrgeschäft, was mein Vater damals noch mitgemacht hat. Danach mussten wir da auf der Kirmes in Bad Neuner einen Tag länger bleiben, weil er kein Auto mehr fahren konnte. Und seitdem ist er sowas nicht mehr gefahren. Aber das ist schon 20 Jahre her. So, da hinten gibt es nochmal Popcorn. Ihr könnt es sehen, der Wurstmarkt ist so langsam zum Leben erwacht. Die Fahrgeschäfte drehen sich. Hier sehen wir das Kettenkarussell. Da will ich natürlich gerne mitfahren. Was denn jetzt? Da waren wir noch nicht. Ach, hier waren wir noch nicht. Okay. Es gibt Kaffee. Also was sehr, sehr erstaunlich ist, ist, dass obwohl jetzt die ganze Zeit hier noch geschlossen war, es hier sehr, sehr voll ist. Schon. Also was heißt sehr, sehr voll? Wahrsager. Wahrsager, genau. Handlesen. Die Dame sitzt noch alleine da. Heute möchte sich noch keiner die Zukunft voraussagen lassen. Das Knobi-Baguette. Das sieht alles sehr gut aus. Und der Breakdance, der steht noch still, aber der wartet nur auf Gäste, glaube ich. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt eine Runde mit dem Nordic Tower. Da seht ihr, der Propeller dreht sich auch schon. Und hier noch mal ein paar technische Daten dazu. Also die nächsten Aufnahmen seht ihr, 8 Euro kostet es pro Person. Gerade mit dem Kettenkarussell gefahren. Das war schon sehr, sehr cool, aber auch teuer. 8 Euro finde ich schon ein bisschen zu viel eigentlich. Ich glaube, es war teurer sogar als auf der Schobermesse. Und auf der Schobermesse, ja, der Jules Verne Tower ist auch länger gefahren. Sven, wo gehst du hin? Will er jetzt schon? Hier ist doch gar nichts mehr. Wo wollen wir denn jetzt hin? Wir gehen nochmal zurück. Aber ist jetzt noch zu früh, Popcorn zu kaufen, gell? Kaufe ich gleich, sonst müssen wir die ganze Zeit schleppen. Ja. Popcorn, nachher. Wir gehen jetzt gleich erstmal Mittagessen. Ne? Ja. Die Schnitzelfrau hat gesagt, es dauert noch einen Moment. Es ist noch keine Mittagszeit. Was ich auf jeden Fall mal erwähnen muss, ist, ich glaube, ich war selten auf einer Kirmes oder auf einem Fest, wo die Essensauswahl so groß ist wie hier, oder? Also es gibt ja wirklich alles. Und richtig gute Sachen. Und jetzt laufen wir auf Escape, auf das neue Fahrgeschäft zu. Der neuen Rundfahrgeschäft. Ich glaube, es ist auch im Moment einzigartig in der Art. Ich drehe euch jetzt mal und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich glaube aber, es ist tatsächlich jetzt für mich nach der OP noch ein bisschen zu wild, obwohl ich gerne mitfahren würde. Hier auf dem Wurstmarkt ist natürlich, dass man eine Weinschorle trinkt. Die kostet 6 Euro, 4 Euro Pfand dazu. Und wir haben uns jetzt hier Schnitzel geholt, kostet 15 Euro. Also, die Schorle merke ich jetzt ganz schön. Kam gerade wie so ein Gong von oben. Essen war sehr lecker. Da seht ihr den Polyp im Hintergrund und es ist schon recht voll jetzt hier. Ganz anders als eben. Ich drehe jetzt noch mal die Kamera, da könnt ihr das selber sehen. Das war unser Besuch auf dem Wurstmarkt. Also wir sind jetzt einfach mal ein paar Runden hier gegangen. Für uns ist es Zeit, nach Hause zu fahren, aber ihr habt so einen kleinen Eindruck
von dem bekommen, was man hier so erleben kann. Einfach einen kleinen Eindruck, so ein Kirmestag, ein Sonntagmittag in Bad Dürkheim. Im nächsten Jahr ist der Wurstmarkt natürlich auch wieder, ich denke wieder so zur selben Zeit wie jetzt auch, irgendwann Anfang, Mitte September. Und schaut da gerne mal vorbei, es lohnt sich, also es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich war selten auf einem Volksfest oder auf einer Kirmes, wo es so viel Essensauswahl gab wie hier. Also das ist schon wirklich krass und auch, was man so kaufen kann und so. Sieht schon alles sehr, sehr toll aus. Parkplätze und so auch überhaupt gar kein Problem. Da haben wir 6 Euro Parkgebühren bezahlt, direkt hier an der Saline. Gar kein Problem. Also wir waren früh genug da. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist mit der Parksituation, wenn man jetzt an einem Wochenende ist, an einem Abend, wo es hier sehr, sehr voll ist oder wie es jetzt aussieht, wo es natürlich auch voller geworden ist. Wir waren natürlich auch sehr, sehr früh hier. Ihr seht, es knubbelt sich jetzt hier so langsam so ein bisschen. Von daher werde ich das Video jetzt auch beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Wir sehen uns ganz bald wieder. Ich denke mal aus dem Eifelpark. Also ich bin diese Woche noch im Eifelpark und bis dahin, wie immer, bye bye. Was hat er auf Kamera? Nix. Ich möchte das jetzt noch wissen. Die Leute wollen das auch wissen. Nein, die wollen das nicht wissen. Die Leute wollen das nicht. Es tut mir sehr leid. Ist das Osmo Pocket 3? Hat der Mann da hinten nämlich gesagt. Ja. Ist es? Ja. Das ist ja ein Kenner. Ein Kenner. Tschüss.